Willkommen zurück zu Dishonored 2. Ja, wir sind eigentlich jetzt immer noch hier in diesem Staubbezirk und werden uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken. Ich glaube, im Moment ist die größte Bedrohung wirklich... Also sind die größten Bedroher diese blöden Blutfliegen. Was ist das, ein Heuler oder... Das ist... Hier, gehen wir nachher mal hin. Das ist der Salon. Saloon. Der Salon. Was geht denn hier ab? Oh, ganz schön locker. Immer mal locker bleiben, Kinder. Gut, weiter geht's. Hier haben wir wieder mal die Aufmerksamkeit diverser Viecher auf uns gezogen. Oh, das ist übel. Oh, ein Blutstein. Endlich mal wieder einer. Ja, der bringt aber eigentlich nur 25 Goldmünzen. Schade. Wow, hier ist auch noch was. Das machen wir auch erstmal direkt. Damit wir hier mehr oder weniger in Ruhe unsere Sachen stibitzen können. Yeah. Damit haben wir wieder eine gute Rune. Jetzt dürften wir 4 Runen haben. Das ist schon mal etwas. Damit kann man schon fast was anfangen. Obwohl ich mir da halt noch nicht so sicher bin. Und ich werde auch erst später nochmal nach Kräften gucken. Ein armer Toter. Gut, hier sind wir reingekommen. Hier haben wir alles durchsucht. Hier unten haben wir uns direkt gegen die Viecher erwehrt. Oh, hier haben wir sogar einen Ausgang. Schauen wir doch mal. Weil wir neutral im Gebiet sind, dürfte hier eigentlich gar nichts Besonderes sein. Das scheinen mir Heuler zu sein, aber die tun im Moment noch nichts. Und die Crone's Hand Saloon, da werden wir nachher mal rein. Ja, immer mal easy going hier. Bleib mal ganz ruhig, Kollege. Alles wird gut. Ach, guck mal hier, Elektrogrill. Hier gibt es auf dem Balkon direkt einen installierten Elektrogrill. So, schauen wir uns hier oben mal ein bisschen um. Ich denke ja nicht, dass es das schon war mit den Blutfliegen hier. Aber trotzdem, ich gehe mal so ein bisschen. Ein weiterer Weg, der uns wo auch immer hinführen mag. Die leeren Leinwände könnten wir eigentlich direkt zu Winnie bringen. Die hat dafür bestimmt Verwendung. So. Die Fenster können wir nicht öffnen. Schade. Bolzen sind immer gern gesehene Gäste. Ja, das ist natürlich so ein elektrischer Ventilator im Waschbecken. Das hat schon was. Das ist etwas von einer Gefahrenstufe. So, würde mich interessieren, also wenn das hier schon so... Scheiße. Entschuldigung, aber das musste jetzt mal gesagt werden. Ausgerechnet jetzt kommt so ein Sturm. Komme ich da auch so hin? Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Aha. Herzlein, sag mal was. Sehe ich so viel von der Welt. Einst waren fast all Dinge verborgen. Also, in 53 Metern Knochenartefakt, aber die Rune des Outsiders liegt direkt vor unserer Nase. Und die anderen sind doch schon relativ weit weg. Da würde ich glatt mal sagen, die markiere ich. Und wir schlüpfen mal hier rein. Drüben ist ein Blutfliegennest, welches vernichtet werden müsste. 2. Wieder mal. Oh. Was bist du für einer? No one else who is
Oh, das ist aber übel. Ganz klar. Ich kann auch nichts dafür. Er ist doch noch nicht gekommen. Oh. Oha. Die halten aber ein bisschen was aus hier. Warum? Fünf Schuss, glaube ich. Wow. Meine Herren, habe ich Brandbolzen? Ja, ich habe ein paar dabei. Damit könnten wir uns wenigstens schon ein bisschen die Fliegenplage vom Hals schaffen. Boah. Aha. Nestwächter. Okay. Da haben sich die Fliegen also irgendwelche Typen herangezüchtet, die ihre Nester bewachen? Das ist ja ein Hammer. Ups. So. Haben wir das auch schon mal aus dem Weg? Meine Güte, Herzlein, was hast du dazu zu sagen? Konflikt. Mach dir Lust. Und ich. Was würde ich darum geben, noch einmal deine Hand zu halten? Ja, ich denke, das ist ein Kacklos. Eingesperrt in diesem Herz. Warum eigentlich? Warum hat sich der Outsider ausgerechnet unsere Mutter dazu ausgesucht, uns hier zu begleiten? Und ich frage mich natürlich auch gerade, wer war das dann im Dishonored, der uns da begleitet hat? Weil die Stimme war dieselbe, glaube ich. Ah, schau mal, da könnten wir eigentlich durch. Meine Güte. Aber dann, das ist ja echt der Hammer. Dann haben sich die Fliegen, oh, echt noch Menschen herangezüchtet. Oder so stark beeinflusst, dass die auf die Nester Acht geben. Das ist ja auch ein Hammer. Okay, hier. Das sieht gut aus, weil wir da unten ja, also ich wollte unten ja mal in die Kneipe rein. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr mit, dann trinken wir uns mal da gemütlich ein. So, Mana brauchen wir nicht auffüllen. Das wäre jetzt unsinnige Verschwendung, weil vielleicht kommen wir ja doch nochmal hin zurück. Patientenbuch, okay. Obwohl, warte mal. Achso, na, das müssten wir dann in unseren Unterlagen noch einmal nachschlagen. Eieieiei, gut. Lebenselixier können wir ruhig mal nehmen. Und direkt einsammeln. Da drüben liegt noch ein Blutstein, hier liegt noch ein bisschen Kohle rum. Rune aus der Außenposten. Crown's Hand Saloon. Warum wird mir eigentlich nur der Aufseher Außenposten angezeigt? Und nicht noch das Versteck von dem Paolo. Ah, eventuell immer hier so durchgucken. Eventuell. Wir könnten nämlich auch mal. Müssen wir. Wir haben gar keine andere Chance. Ich glaube, wir müssen hier als Gestalt durch. Oh, wo kommen wir denn jetzt längs? Ja, aber Mist, wir haben also wirklich nur diesen einen Rundgang gemacht. Von dem Rattenloch, das ich da eben gesehen hatte, bis hier rüber. Also, ne? Ach, schon wieder so ein blöder Sturm. Nein! Wollte ich nicht. Und jetzt kümmere ich das, was ich eben meinte, mit unnötig das Mana nehmen. Ne? Wenn ich es schon so verpulver. Ja, da hätte ich ja jetzt nicht um den ganzen Berg gehen müssen. Da hätte ich auch ruhig mal hier einfach rübergehen können. Ah,
feindseliges Gebiet, okay. Gut, eine Etage tiefer liegt die Rune. Oh. Ja, wieder mal wie immer erstmal spähen. Sieht eigentlich sehr ruhig aus. Nehmen wir mal diesen hier. Oben ist einer. Brauch Fusel, um den Staub von letzter Nacht runterzuspülen. Ja Mist, wie komme ich denn da hin? Willkommen zurück zu Dishonored 2. Ja, wir sind eigentlich jetzt immer noch hier in diesem Staubbezirk und werden uns jetzt hier mal ein bisschen umgucken. Ich glaube, im Moment ist die größte Bedrohung wirklich... Also sind die größten Bedroher diese blöden Blutfliegen. Was ist das, ein Heuler oder... Das ist... Hier, gehen wir nachher mal hin. Das ist der Salon. Saloon. Der Salon. Was geht denn hier ab? Oh, ganz schön locker. Immer mal locker bleiben, Kinder. Gut, weiter geht's. Hier haben wir wieder mal die Aufmerksamkeit diverser Viecher auf uns gezogen. Oh, das ist übel. Oh, ein Blutstein. Endlich mal wieder einer. Ja, der bringt aber eigentlich nur 25 Goldmünzen. Schade. Wow, hier ist auch noch was. Das machen wir auch erstmal den Rücken. Damit wir hier mehr oder weniger in Ruhe unsere Sachen stibitzen können. Yeah. Damit haben wir wieder eine gute Rune. Jetzt dürften wir 4 Runen haben. Das ist schon mal etwas. Damit kann man schon fast was anfangen. Obwohl ich mir da halt noch nicht so sicher bin. Und ich werde auch erst später nochmal nach Kräften gucken. Ein armer Toter. Gut, hier sind wir reingekommen. Hier haben wir alles durchsucht. Hier unten haben wir uns direkt gegen die Viecher erwehrt. Oh, hier haben wir sogar einen Ausgang. Schauen wir doch mal. Weil wir in neutralem Gebiet sind, dürfte hier eigentlich gar nichts Besonderes sein. Das scheinen mir Heuler zu sein, aber die tun im Moment noch nichts. Und die Crone's Hand Saloon, da werden wir nachher mal rein. Ja, immer mal easy going hier. Bleib mal ganz ruhig, Kollege. Alles wird gut. Ach, guck mal hier, Elektrogrill. Hier gibt es auf dem Balkon direkt den installierten Elektrogrill. So, schauen wir uns hier oben mal ein bisschen um. Ich denke ja nicht, dass es das schon war mit den Blutfliegen hier. Aber trotzdem, ich gehe mal so ein bisschen. Ein weiterer Weg, der uns wo auch immer hinführen mag. Die leeren Leinwände könnten wir eigentlich direkt zu Winnie bringen. Die hat dafür bestimmt Verwendung. So. Die Fenster können wir nicht öffnen. Schade. Bolzen sind immer gern gesehene Gäste. Ja, das ist natürlich so ein elektrischer Ventilator im Waschbecken. Das hat schon was. Das ist etwas von einer Gefahrenstufe. So, würde mich interessieren, also wenn das hier schon so... Scheiße. Entschuldigung.
Entschuldigung, aber das muss jetzt mal gesagt werden. Ausgerechnet jetzt kommt so ein Sturm. Komm ich da auch so hin? Schau mal. Ja, wunderbar. Aha. Herzlein, sag mal was. Selbst ohne Augen sehe ich so viel von der Welt. Eins waren fast all Dinge verborgen. Also, in 53 Metern Knochenartefakt, aber die Rune des Outsiders liegt direkt vor unserer Nase. Und die anderen sind doch schon relativ weit weg. Da würde ich glatt mal sagen, die markiere ich. Und wir schlüpfen mal hier rein. Da drüben ist ein Blutfliegennest, welches vernichtet werden müsste. Zwei. Wieder mal. Oh. Was bist du für einer? Oh, das ist aber übel. Ganz klar. Ich kann auch nichts dafür. Er ist doch noch nicht gekommen. Oh. Uha. Die halten aber ein bisschen was aus hier. Warum? Fünf Schuss, glaube ich. Wow. Meine Herren, habe ich Brandbolzen. Ja, ich habe ein paar dabei. Damit könnten wir uns wenigstens schon ein bisschen die Fliegenplage vom Hals schaffen. Wow. Aha. Nestwächter. Okay. Da haben sich die Fliegen also irgendwelche Typen herangezüchtet, die ihre Nester bewachen? Das ist ja ein Hammer. Ups. So. Haben wir das auch schon mal aus dem Weg? Meine Güte, Herzlein, was hast du dazu zu sagen? Konflikt. Mach. Geh. Los. Und ich. Was würde ich darum geben, noch einmal deine Hand zu halten? Ja, ich denke, das ist ein Kacklos. Eingesperrt in diesem Herz. Warum eigentlich? Warum hat sich der Outsider ausgerechnet unsere Mutter dazu ausgesucht, uns hier zu begleiten? Und ich frage mich natürlich auch gerade, wer war das dann im Dishonored, der uns da begleitet hat? Weil die Stimme war dieselbe, glaube ich. Ah, schau mal, da könnten wir eigentlich durch. Meine Güte. Aber dann, das ist ja echt der Hammer. Dann haben sich die Fliegen, oh, echt noch Menschen herangezüchtet. Oder so stark beeinflusst, dass die auf die Nester Acht geben. Das ist ja auch ein Hammer. Okay, hier. Das sieht gut aus, weil wir da unten ja, also ich wollte unten ja mal in die Kneipe rein. Wenn ihr Lust habt, kommt ihr mit, dann trinken wir uns mal da gemütlich ein. So, Mana brauchen wir nicht auffüllen. Das wäre jetzt unsinnige Verschwendung, weil vielleicht kommen wir ja doch nochmal hin zurück. Patientenbuch, okay. Obwohl, warte mal. Achso, na, das müssten wir dann in unseren Unterlagen noch einmal nachschlagen. Eieieiei, gut. Lebenselixier können wir ruhig mal nehmen. Und direkt einsammeln. Da drüben liegt noch ein Blutstein, hier liegt noch ein bisschen Kohle rum. Rune auf sehr Außenposten. Crown's Hand Saloon. Warum wird mir eigentlich nur der Aufseher Außenposten angezeigt? Ja, doch lieber den Aufseher. So, wenn ich sehe, dass 18 Meter bis zu diesem Knochenartefakt zu gehen sind, dann weiß ich nicht genau, wie ich da hinkomme. Also geht mal wieder dieses, wie komme ich da hin? Los. Das ist ja auch nicht schlimm. Was ist hier los? Oh, Mist.
glaube, das war schlecht. Ich glaube, es erledigt sich gerade meine Fragestellung. Ich bin aber auch manchmal ein bisschen dumm. Ich war doch nur auf der Suche nach dem Artefakt. Hallo? Ist da wer? Ich hab schon gegessen, danke. Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich hab keine Zeit für sowas. Wo bist du? Weißt du nicht, wer nach dir sucht? Scheiße nochmal! Hey, du! Hey, warte! Gib schon her, was du hast! Ich glaube, ihr Kopf ist was wert. Bei meinem Glück ist das der Grund, was ich hier irgendwo hin. Ich behalte deinen hübschen Schal. Nein! Hier ist er. Zeig, was du drauf hast. Wow, 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 wow. Ich schlag dich in Schleife. Ganz allein, ohne Leibwache unterwegs, feine Dame. Das ist auch immer so nett. Mögest du in Frieden ruhen. So, wo sind wir denn? Ich glaube, er lebt noch. Den holen wir uns natürlich eben schnell. Ich bin noch ein wenig angeschlagen. Tut mir leid, Heuler. Aber der ist wenigstens auch zu Staub zerfallen. So. Ich weiß ja immer noch nicht, wie ich da drüben hinkommen soll. Und deren Aufmerksamkeit da unten möchte ich im Moment auch nicht erregen. Aber es gibt hundertprozentig irgendeinen coolen Schleichweg, den ich einfach noch nicht ganz begriffen habe. Ah, jetzt sind wir hier wieder im neutralen Gebiet. Ja, stimmt. Da sind wir durch. Da hinten rum. Komm, lass mal gucken. Schade, keine Fenster, die offen sind. Dann wieder diese Netzhüter. Die mich ja wirklich, also... Boah, da bin ich ultra überrascht. Ach so, stimmt ja. Hier wären wir also quasi gar nicht in dem Sinne weitergekommen. Okay. Also wieder durch dieses Häuslein hier. Hier oben kommen wir auch nicht längs. Schade. So, und dann sind wir wieder im feindseligen Gebiet. Ich hier jetzt gerade... Ah, so. Zwischenhänge. Das war nicht Teil meines Plans. Jetzt bin ich wieder in dem Gebäude hier. Und komme hier natürlich nicht einfach dahin, wo ich möchte. Ah, super schade. Werde ich mich jetzt einfach mal nicht so dumm verhalten und vorsichtig sein. Da oben komme ich auch nicht hin. Es scheint eigentlich keine andere Möglichkeit zu geben, als hier durch das Haus. Und die sind mir alle nicht wohlgesonnen. Oh Mann! Schauen wir mal eben, was ist da drüben. Auch nichts zu machen. Menno. Ein falsches Wort. Und jetzt stehe ich hier. Was für ein Geschrei. Das ist aber unfair. Was soll das denn? Verflucht. Was ist los? Jemand entdeckt?
sich nicht so aus. Schon mal aus dem Weg geräumt. Nehmen wir einfach mal beides. Also Mana und Lebenselixier. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, ich versuche es nochmal hier hoch. Ist aber auch nicht so einfach abzuschätzen. Na ja gut, damit komme ich auch nicht da hoch. Das war jetzt auch ziemlich dumm, weil sich das ja nicht auflädt. Ne. Ah, ich würde sagen, das wird ein Satz mit X. Schade, Mann. Vorbei. Aber ich stand jetzt schon mal recht gut. Für meine kleine dumme Wenigkeit. Das hieße. Probier es nochmal. Schlecht. Menno, jetzt war ich schon so weit. Ich komme natürlich nicht da drüben dran. Menno. Gut, dann. Tja. Lass es bleiben oder probier es noch einmal? Gut, das hat mir jetzt gesagt. Lass mal sein. Ist unnötig. Frage ist: Komme ich von da drüben? Klar, natürlich. So, trotzdem. Ah. Irgendwer hat was gesehen. Und jetzt sind alle nervös. Trotzdem komme ich natürlich jetzt nicht einfach so da drüben hin. Meine Herren, hier ist aber auch eine Verteilung an Personen. 52 Meter, Paolo 40 Meter. Ach, das finde ich jetzt echt schade. Den muss ich erstmal abwählen. 34 Meter. 58 Meter. Tja. Das ist alles Heulergebiet. Ah, neutrales Gebiet, okay. Die sollen im Nichts verrotten. Abschaum bin ich? Boah, ist das Hardcore, ihr Lieben. Meine Herren. Oh. So. Kein Durchgang. Ist nur für einer. Hm. Wird
mir aber auch nichts angezeigt. Hört sie Leinen? Da taucht wieder der Sandsturm auf. Meine Herren. So. Jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ist auch so blöd, dass man hier manchmal... Aha. Wenn einer aus der Reihe tanzt, werde ich ihm schon zeigen... Durchgang steht hier. Spielen später wirklich auch los? Vor Jahren waren die Bergwerke ein guter Arbeitsplatz. Stilton hat dafür gesorgt. Niemand wurde wegen einer Verletzung gefeuert. Ja, anscheinend. Das Bergamt hat sich darum gekümmert. Super seltsam. Und das Familienkomitee hat dafür gesorgt, dass die Bosse nie zu gierig waren. Eine Art Pattsituation. Alles hat funktioniert, solange keine Seite die Oberhand hatte. Und genau das ist passiert, als Stilton verschwunden ist. Ich denke, wir müssen hier rein, um das Knochenartefakt zu bekommen. Und da sind wir dann wieder im feindseligen Gebiet. Das sieht aber eigentlich recht ruhig aus, Sam. Hier wäre ich also auch durchgekommen, aber nicht ohne Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Aber so wie es ausschaut, muss ich darüber und da sind drei. Vielleicht haben wir da sogar einen schwarzen, wer weiß. Wow. Das hat sich nach einer Falle angehört, die ich übersehen habe. Super. Die Piratendorf benutzen die gleichen schmutzigen Tricks. Ein todsicherer Weg zu einem Bolzen im Bauch. Die Heulers sind nicht für ihre Vorsicht bekannt, aber die hier sind halb so schlimm für eine ruhige Hand, die weiß, welche Kabel durchtrennt werden müssen. Du musst es tun, nur richtig. Und die sind mir auch nicht wohlgesonnen. Das ist irgend so ein Orden, an den ich auch noch nicht so sicher weiß, ob ich mit denen irgendwie in Kontakt treten möchte. Ja, und bevor ich hier das Ding durchtrampel, also durchhacke, um mich dann hier durchzuschlagen und mich gegen drei Leute zu erwehren, würde ich sagen, hocke ich mich mal hier auf den Schrank. Lass mir das alles nochmal durch den Kopf gehen. Verabschiede mich aus dieser Folge. Danke mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl. Euer John die Fool. Und tschüss.